Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir haben jetzt diese 10 Dinger da fertig gesammelt. Und auch. Autsch. Langsam Zeit. Oben ist. So, das sehen wir mal eben so. So, wir drehen weiter. So, wir blättern. Der da oben wird wieder so einzeln sterben. Genau, perfekt. Das so mit dem Schild spielen finde ich auch recht interessant. Aber Karte. Karte sagt da so lang. Das ist nämlich Starium. Das habe ich doch schon. Mensch. Dass der sich auch nichts merken kann, ne? Der Computer. Ich habe immer noch so dieses Husten, dass ich so unterdrücke. Das ist voll nervig. Weil ich auch nicht hier in die Aufnahme husten will, da um viele Katze habe. Das mich aber auch wieder irgendwie stört. Weil es nicht so eine schöne durchgehende Aufnahme ist, sondern es sind 7, 8, 9 Katze oder so. Ist schon ein bisschen doof. Na gut, kann man halt nicht so viel machen. Das ist halt Ist so. hier nicht alles werden im Mückenhöhlen? Ja, das meine ich. Schön dunkel hier in der Höhle. Ist jetzt nicht so krass hell. So, und da hinten, wo ich hingucke, wird es halt schon ein gutes Stück heller. Und wenn man lange unten war, dann blendet das draußen auch schon. Sowas finde ich halt echt gut gemacht, so. Und wenn ihr mal nachdenkt, wenn ihr so 6-7 Stunden irgendwie in der Höhle rumrennt, nur mit so einer Fackel. Und dann so rauskommt. Bam! Hell. Wie morgens früh. Könnt erstmal gar nicht gucken, als blendet nur. Und da finde ich schön, dass die Spieler auch ein bisschen auf Realismus trimmen. Ah, da ist noch hier ein Dragostein. Da ist noch ein Dragostein, Eisen. Findet sich alles an. Ja, da hatte ich gerade wieder einen kleinen Cut. Keine Ahnung, wo es aufgefallen ist. Wenn nicht, da war ein Cut. Ja. Schauen wir mal. Dann haben wir noch so einen komischen Magier, ja, die hier wieder mit dem Eis rum. Oh, der. Bam. Hier, das meinte ich so. Dum-dum. Und da so. Bring. Ich finde das halt echt cool, wie das hier so an den Wänden einfach so lang läuft. Ich kann nur sagen, ich spiele so geil. Ich mag's. Mir gefällt das echt gut, gerade so weiter hinten. Ich habe es ja schon eine ganze Zeit gespielt, so als es rauskam. Einfach weil ich krank war und Die Kämpfe zwischen den Magiern und nicht dazu Templern kam. haben schon zu viele Unschuldige das Leben gekostet. Da oben wollen wir noch hin. Stirb halt endlich. Ja, haben auch schon wieder ein Drittel vom nächsten Level.
So. Elfenwurz, wie denn auch sonst. Die Widder brauchen wir nicht mehr, wobei man die Widder eigentlich ganz gut auch noch benutzen könnte. Für Lederrüstung und so. Ah, das ist ja auch wieder was anderes. So. Kriegen wir alles hin. Da kommt der hin. Ja. Schade, dass die nicht so durchgehen. Ja. Ja, das gleiche hatte ich auch vor, den einzufrieren. Das kam Solus mir schon fast ein Stück zuvor. So. Tada, plus ein Macht. Das Fennec rennt auch weg. Die Reste nehmen wir natürlich mit. So. Jetzt sind wir Level 4. Der Husten kotzt mich ziemlich an. Darum werde ich doch nicht 8 Folgen aufnehmen, wie ich erst wollte. Sondern nur 4 für... zurzeit läuft noch und ich nehme gerade für die nächste Woche auf nach Nikolaus. Ich hoffe, ihr habt ganz viel bekommen. Ist jetzt eine Woche, glaube ich, ja dann, wenn die Folge rauskommt. Aber ja. Und eigentlich wollte ich es auch für die nächste Woche danach mit aufnehmen, damit ich es einfach so ein bisschen einfacher habe. Aber ist halt ein bisschen doof so mit dem Husten und so, es nervt mich auch mega. Und darum nehme ich lieber nur 4 auf. Dafür so mit den ganz vielen kleinen Katzen. Und da habe ich aber auch nicht so viel Lust zu. Auch wenn mich das Spiel echt interessiert, ich gerne wissen würde, so wie lange wir brauchen, so um dahin zu kommen, wo ich eigentlich so feststeckte. Ja, jetzt war hier irgendwie immer. So. Tür tot. Ach, der eine da auf 8. Gehen die auf den. Ich mach wieder, dann haben wir das gleich. Einen kriegt man ja auch ganz gut. Selbst so. Ja, ich habe gehört, eure Bücher sind recht erfolgreich, Meister Tethras. Ich komme zurecht. Das freut mich. Wirklich? Ganz ohne Sarkasmus oder Standesdünkel?
Wir leben in dunklen und zornigen Zeiten, Kind des Steins. Vieles, woran die Leute glaubten, liegt in Scherben. Wenn ihr ihnen mit den Welten, die eure Bücher füllen, einen Hauch von Frieden bringt, habt ihr mehr getan als die meisten anderen. Sehr schön gesagt, Solos. So, den Drachen nehmen wir auch noch mit. Haben wir hier auch noch Dragostein. Da ist nichts mehr. Und ja, gehen wir einfach mal weiter und... Oh, was wächst denn da? Rotes Lyrium. Und jemand, der es gerne abgebaut hätte, nehme ich an. Na, was sagt Master Tethras dazu? Also ein kleiner Zwerg wäre auch schon lustig zu spielen. So, hier mit Unsichtbarkeit. Die sich echt gut arbeiten lässt. Das ist echt gut, das funktioniert echt gut. Hakensprung, Krähenfüße, Fernschuss. Ja, muss ich aufpassen, dass er nicht so viele von diesen Passive-Dingern hier kriegt. Sondern auch mal ein paar mehr davon. Weil ansonsten haben wir nämlich sowas. Und das ist jetzt nicht so das, glaube ich, was ich gerne hätte. Weil eben die Haken machen irgendwie auch gar keinen Schaden. Dachtet ihr wirklich, das Konklave hat eine Chance, Frieden zu stiften, Sucherin? Ihr nicht? Welchen Plan hatte die Göttliche? Alle Parteien zu versammeln und zu hoffen, dass sie sich einigen? Die Heilige hat mich nicht in ihre Pläne eingeweiht. Vielleicht dachte sie, alle wären des Sterbens und des Krieges überdrüssig. Wann war das je der Fall? Bei Templern oder Magiern? Ich werde nicht über eine Tote spotten, Varric. Sie hat getan, was sie konnte, und das ist mehr, als die meisten tun. So, der Felsen gehört auch uns. Der Felsen. Oh. Das ist doch diese eine. Auf jeden Fall haben wir eben einen Stab gefunden, der besser war als unserer. Für Stufe 4, dementsprechend nehmen wir den mit. Und Solos bekommt unseren alten. Der ist nämlich auch nochmal ein bisschen besser als seiner. Haben wir einen Eisstab und ihren Feuerstab. Hauptsache, wir haben immer so ein bisschen Eis, bisschen Feuer. Eigentlich immer ganz praktisch. Weil es halt Gegner gibt, die anfälliger für das eine oder das andere sind. Ja. Genau darum halt. So, wir schauen jetzt einfach mal, was da hinten noch so schönes ist. Weil, ja, da ist halt nichts. Da sind über diese Berge. Hätten wir die Mine. Wir können dann noch hier so entlang gehen. Die Treppe müssen wir noch mal angucken. Da hinten ist noch ein Riss. Hm. Wollen wir mal gucken, ob wir den Riss schaffen. Oder was das Ende vom Lied ist bei dem Riss. Ich werde hier auf jeden Fall mal speichern. Was? Wer wird denn angegriffen? So, hier sind wir wieder über diese Linie rüber. Hier wird jemand angegriffen, laber doch nicht sowas. So. Dann komm doch mal her. Tja, da gucken sie erstmal auch. Das sind nämlich alle Stufe 8 Dinger. Ich mache halt recht gut Schaden an dem Teil. Das könnte, müsste dann eigentlich gleich einfrieren. Ja. Kennedy!
Ja, ihr kommt auch nicht mal auf die Idee, mich irgendwie wieder zu beleben. Ihr seid so... Hunde. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil das nur Stufe 8 Viecher sind. Dass die uns hier echt gut wegrotzen. Weil dann sind das auch nicht die normalen Standardviecher, den du einfach so aus dem Maul hauen kannst. Sind die etwas härteren. Gut, müssen wir halt mit Stufe 8 wiederkommen. Kann man nicht so viel machen, ist halt so... gibt Schlimmeres. Werden wir einfach hier so entlang gehen und dann die Treppe hoch. Riecht das außer mir noch jemand? Ernsthaft? Ich bin der Einzige? Will ich's wissen? Ich glaube nicht. Der Winterwachturm. Ich sehe hier zwar keinen Turm. Desertierte Templer! Ich glaube, so hieß sie. Zumindest habe ich gehört, wie sie von anderen Abtrünnigen so genannt wurde. Braucht ihr irgendetwas? Ich sollte mich vielleicht langsam mal zurückmelden. Es sieht aus, als hätte hier jemand ein Picknick veranstaltet. Ja, die Magierin hat vermutlich versucht, Blutmagie zu wirken. Die Templer haben die Abtrünnige angegriffen. Ich schätze, ich bin einfach nur zwischen die Fronten geraten. Aha. Warum glaube ich das jetzt gerade nicht so ganz? Also, die Wahrheit. Ich habe mir mit Edredda vielleicht ein wenig, die Zeit vertrieben. Die Templer haben euch also bei einem sehr freundschaftlichen Picknick gestört? Wir haben... Ja... Am Anfang war sie nur eine Magierin, die mich sah und nicht gleich angriff. Dann jedoch wurden wir... Also, werdet ihr mich melden? Hör zu, Kleine. Wenn ihr es schafft, inmitten eines Krieges eine Abtrünnige auf ihren Hosen zu quatschen, habt ihr eine Gabe. Also nutzt sie auch. Knüpft Kontakte, sammelt Informationen und helft der Inquisition. Tut das für uns und unsere Lippen sind versiegelt. Ja, in Ordnung. Das kann ich machen und danke für eure Nachsicht. Das glaubt doch auch keine Sau, ey. What the heck? Aus den Hosen gequatscht, Mann. What the fuck? Oh lol. Okay, ich glaube, das war genug für die Folge. Schau mal. Varric, Alter, diese Sprüche. So geil. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das erstmal genug war. Wir uns in einer nächsten Folge wiedersehen. Uns mal diesen Turm anschauen. Das anschauen und dann mal gucken, wo es uns noch so hin versteckt. Und ja, dann sagen wir viermal bis zum nächsten Mal. Tschüss.